Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Transportfieber 2. Wir haben letztes Mal diese Brücke gebaut, um eine neue Strecke zu bauen von La Tomasia nach Castiglione del Fernando. Und ja, die führt hier lang. Wenn man jetzt hier so guckt, sieht das ein bisschen eiartig aus hier, oder? Das wäre eigentlich auch schöner gegangen, aber verständlich ist es, dass ich das so gemacht habe, weil es hier näher am Ufer ist. Oh, aber das sieht so eiförmig. Nein, ich bin jetzt nicht hier mal ran. Ich war kurz davor, gerade das überhaupt abzureißen. Nein! Nein, 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 das bleibt jetzt so. Andererseits. Liebe Leute, wenn ihr auch so einen inneren Monk habt im Kopf, bitte schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würdet ihr das immer neu machen und ein bisschen runter machen oder soll das so eiartig bleiben? Ich kann kaum hingucken. Wir lassen es jetzt mal, wie es ist. Wir lassen es jetzt mal. Wir werden jetzt auch gleich einen Zug draufstellen. Aber das muss eigentlich runter sein. Ah. Aus jetzt! Aus! Muss wieder aus! Aus jetzt! Wir holen jetzt einen Zug dafür. Ich gucke mal noch gerade, was der für eine Geschwindigkeit haben können sollte. Also hier muss er recht langsam fahren. Dann hat er hier Zeit, ein bisschen schneller zu fahren. Ja, hat er schon. Also ein 160 km/h Zug würde sich, glaube ich, schon anbieten. Hier, nach Castiglione del Fernando. Ja, okay, wir gucken mal. Okay, liebe Leute, ich würde mal diesen hier nehmen. Diesen TNETR 245 Lombardia Express oder Malpensa ist der gleiche. Kein Unterschied, ist exakt das gleiche. Nehmen wir den Malpensa, oder? 48 Kapazität, da hängen wir einfach ein paar aneinander. 237 Meter, passt genau auf den Bahnhof drauf, was soll man da sagen? Ausgezeichnete Leistung. Ich würde sagen, let's roll, den kaufen wir jetzt. Und nennen ihn Emilio. Emilio den Ersten. So, neue Strecke, neue Linie. Oh Gott, wo sind wir denn? Hier sind wir. La Tomasia. Ach, da oben, da müssen wir hin. Castiglione del Fernando. Und anscheinend funktioniert das. Anscheinend kommt er da auch hin. Lass uns mal kurz überprüfen. Ja, 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 der kommt da anscheinend hin. Ja, das passt, da gibt's Weichen, der kommt da hin, wunderbar. Okay, allerdings fährt er nur eingleisig. Moment mal, wir haben nicht ein einziges Signal auf der Strecke. Okay, da muss ich vielleicht noch ein bisschen tätig werden. Ich denke, das werde ich jetzt mal eben drauf machen, liebe Leute. Signale. Okay, und jetzt passt es auch. Zweigleisig, ist es nicht toll. Wir machen jetzt ein bisschen weiter und nachher machen wir eine Mitfahrt, liebe Leute. Auf jeden Fall, über diese Strecke wollen wir natürlich mitfahren, auch wenn sie krumm ist. Aber bis dahin gucken wir erstmal ein bisschen weiter. Wir haben letztes Mal auch hier angefangen, diesen Stummel da gebaut. Unsere neue Linie. Warte, fährt der ins Wasser oder was? Was hast du dir gedacht, wo du hinführen willst? Darüber musst du doch. Ja, das wird die neue Strecke nach Gianvino. Beziehungsweise die schnellere Strecke. Wir haben ja schon eine Strecke nach Gianvino, die Berglinie. Aber das wird die schnellere Strecke durch das Tal. Und die problematische Stelle ist hier im Wesentlichen durch die Stadt. Also, ich muss den Bahnhof umbauen. Das ist zum Glück ein ganz normaler Bahnhof, den kann man ganz gut umbauen. Und hier wird Endhaltestelle sein. Das heißt, ich muss den Bahnhof verbreitern und hier daneben noch ein weiteres Gleis reinquetschen. An sich keine schwierige Sache, allerdings habe ich hier leider einen Tunnel unten drunter. Und mal gucken, ich weiß nicht, ich bezweifle fast, dass wir hier noch ein Gleis drauf bekommen. Aber ich meine, versuchen muss ich es. Wieso ist da eigentlich Stau? Wir sind hier in Gianvino, da ist immer Stau. Achso, wenn wir schon da sind, können wir mal kurz gucken, was sich hier getan hat. Wir haben hier, oder ich habe hier vor einer Weile dieses Kreuz hier gebaut, dieses Dreieck. Ein Dreieck ist es eigentlich eher. Und das sieht, glaube ich, ganz okay aus hier. Ja. Stau. Fancy, ja. Ist staufrei. Fast. Habe ich da gerade irgendwo eine Ampel gesehen? Nee. Nee. Wo käme man denn hin? Ampeln gibt es hier nicht. Nee, aber trotzdem ist hier Stau. Natürlich. Wie soll es denn auch ohne Stau gehen? Aha! Wegen Linksabbiegern. Oder was? Tatsächlich? Linksabbieger? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ich hätte nie gedacht, dass hier irgendein Honk links abbiegen würde. Oh, deswegen ist jetzt hier Stau, aber nicht so wahnsinnig viel, sonst wäre hier ja alles viel verstauter. Aber schlimm genug ist es. Es ist schlimm genug. Okay, und hier ist außerdem auch noch Stau. Okay, eigentlich ist überall Stau. Ach, meine Güte, ey. Linksabbieger.
Liebe Leute, übrigens, das ist eine der letzten Folgen, also maximal diese hier plus noch 5 weitere maximal. Dann wird die Staffel definitiv zu Ende sein. Es wird ja auch keine, also vorerst keine weitere Staffel geben. Also wir sind jetzt hier gerade in den allerletzten Folgen. Wenn ihr Vorschläge habt noch, die ich unbedingt noch machen sollte, es wird doch Grappa. Wir werden uns noch um Grappa kümmern. Aber alles andere ist soweit, denke ich, im Wesentlichen offen. Also wenn ihr da noch Wünsche und Vorschläge habt, immer her damit. Ansonsten, ich ärgere mich hier gerade so, deswegen wollte ich es eigentlich sagen. Ansonsten kommt demnächst Cities Skylines 2 raus. Das werde ich auf jeden Fall im Stream ausprobieren und naja, spielen. Also da kann man solche Sachen dann machen. Da kann man mit Sicherheit verbieten, dass man auch nach links abbiegen kann. Genau, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Gut, also hier Linksabbieger. Ich habe ja mittlerweile ein bisschen aufgegeben. Wir haben nur noch wenige Folgen und ich werde diese Folgen nicht mit Staubekämpfung machen. Hier und da vielleicht ein bisschen, aber nicht so viel. Und sowas ist natürlich, das kann man in Transport Fever einfach nur schlecht verbieten, diese Linksabbiegerei. Bitte benutzt dort die verdammte linke Spur. Ist das denn zu glauben? Und schon wieder ein Linksabbieger. Oh, bevor ich einen Koller kriege, gehe ich weg. Meine Güte, ey. Zurück zum Bahnhof, liebe Leute. Ich werde mich jetzt mal dran setzen und hier ein Gleis ranmachen und dann gucken wir mal, ob wir hier noch ein Gleis über die Brücke quetschen können. Ansonsten, ja, ich denke, das würde gehen. Würde gehen. Ansonsten müssen wir den Tunnel neu bauen und gucken, dass der ein bisschen tiefer oder ein bisschen schneller darunter geht. Aber das werden wir erst mal sehen. Ich werde mich jetzt hier mal ransetzen, liebe Leute. Okay, liebe Leute, das Ganze hat 2 Minuten gedauert. 2 Minuten. So muss es gehen mit dem Bahnhofsumbau. Unfassbar. So, hier ist unser neues Gleis. Da hält jetzt auch unser Zug an. Dieser blaue da, der da war. Was war das hier für eine? Dieser hier. Der da. Wo fährt der gerade her? Weiß ich gerade auch nicht. ich glaube, ich weiß es ungefähr. Gut, der soll hier drauf fahren und wir müssen dafür erstmal gucken, dass wir hier wieder auf Spur kommen, aufs Gleis. So, zeig mal her. Mal gucken, ob das hier geht. Also sie halten hier an und fahren dann hier wieder drauf. Und das klappt so oder so. Ja, das ist ja schön. Das klappt so oder so, wunderbar. Wir machen das so. Oh shit, da kommt eine Straße. Da machen wir das so, würde ich sagen. Okay, das funktioniert. Aber hier haben wir jetzt noch eine Kleinigkeit vergessen. Das hier wird die Endhaltestation, dieses Gleis hier, Endhaltestationsgleis für unseren neuen Zug. Und der muss natürlich dann auch auf das untere Gleis draufkommen. Das heißt, wie machen wir das jetzt? Gucken wir, dass wir von hier vielleicht so. Das ist okay so. Ja, ich denke, das ist okay. Ich denke, das sieht ganz okay aus. Ja. Ich mach das mal und wir gucken mal, wie es kommt hier. Ist ja ein bisschen dicht zusammen, oder? Nee, ich denke, das ist okay. Okay, jetzt hat da hier irgendeiner ein Problem. Was ist los? Es konnten nicht alle Haltestellen miteinander verbunden werden. Nicht? Oh, ach so, die andere Seite. Ja, ja, auch die andere Seite kriegt hier noch ein Gleis hin. Ja, ja, das ist mir gerade so ein bisschen entgangen. Wo soll das denn hin? Hier, direkt hier drauf. Ja, guck. Alles da. So, die Anna hat keinen Weg. Ist es denn ernst, Anna? Wo ist sie denn? Steht hier drin? Ach, Anna, wirklich kein Weg, was elektrisch. Ach, wo will die denn hin? Die will nach John Vino? Ist gerade angekommen. Ja, okay, alles klar. Passt. Anna, fahr weiter, okay? Fahr einfach weiter. Das ist die Anna, die blaue Anna, die fährt hier auf dieser blauen Strecke. Weiß ich, hätte hier nicht eigentlich anhalten sollen? Ach, ihr werdet schon wissen, was sie tut. Ja, liebe Leute, dieser Halt ist leider ausgefallen heute. Wunderbar, also der Bahnhof ist fertig. Okay, der hat schon kapiert, dass er da jetzt reinfallen soll. Habe ich reinfallen gesagt? In den Bahnhof reingefallen. Ja gut. Gott, was seid ihr richtig hier? Es ist schön. Ich liebe es, wenn an Bahnhöfen was los ist. So toll. Gut, okay. Das heißt, wir haben jetzt hier unser Gleis, dieses hier. Der Zug kann auf diese Strecke drauf fahren. Das wird er auch tun. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie wir dann da runterkommen zum See. Wir sind hier, ich habe das glaube ich schon mehrmals gezeigt, wir sind hier auf 22 Meter Höhe. Und müssen hier runter auf 1 Meter Höhe. Was ist denn das? Stau? Achso, das ist diese, genau, das ist diese Brücke, die hier
zu dieser Stelle, zu dieser unsäglichen Linksabbiegerstelle führt. Ja, wie machen wir das? Also wir fahren hier in den Tunnel, hinter dem Tunnel kommen wir raus und der wird schon eng. Dann können wir vielleicht gucken, dass wir hier abbiegen mit einer höheren Brücke. Wir sind hier auf 10 Metern immerhin, dass wir hier abbiegen. Und dann mit der Brücke hier über all diese Straßen rübergehen. Über diese Straße rübergehen und uns hier ans Ufer ranballern. Da bauen wir dann vielleicht einen Tunnel hier durch. Und fahren dann hier im Wesentlichen am Ufer entlang und bauen dann halt Brücken darüber. Das wird auch mega spannend, oder? Diese Strecke, liebe Leute. Ich glaube, ich probiere das mal. Die Signale sind dann hier natürlich dann ein bisschen falsch. Machen wir die erstmal weg und woanders hin. Ja, ich denke, die bauen nachher neu. Wenn die Strecke da ist, bauen wir das, glaube ich, neu. Also, es wird wahrscheinlich wieder ein Riesenproblem hier. Das hatte ich letztes Mal auch. Es hat alles nicht ganz so funktioniert, wie ich es haben wollte. Aber gut, wir werden sehen. So, also, hier kommen wir runter. Die Richtung stimmt. Okay. Passt soweit. Jetzt wollen wir natürlich noch eine schönere Brücke da haben. Das ist ja klar. Ich denke, da bauen wir wieder irgendeine Betonbrücke daher. Brückenpfeiler Kollision. Geht das wieder los? Okay, hier geht's. Wunderbar. Ist natürlich die Frage, ob dann hier auch das andere Gleis geht, aber an sich, glaube ich, passt das so schon im Wesentlichen. Ist, glaube ich, schon okay. Ach, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ist ein Mist. Okay, hier geht's. Wollen wir wirklich diese Brücke haben? Die ist halt eigentlich nicht so wahnsinnig schön. Ich habe jetzt hier immer wieder auch diese hier genommen, weil die ein bisschen detaillierter ist. Ich denke, die ist okay. Ich baue das jetzt mal so. Und wir gucken mal gleich, ob das hier auch mit dem zweiten Gleis auch funktioniert. Nicht. Funktioniert nicht. Funktioniert ja wohl doch. Okay, ich denke, wir können hiermit arbeiten. Ich werde auch gleich mal die Signale dahin bauen. Und dann machen wir weiter. Gut, meine lieben Leutchen, die Strecke ist fertig, wir haben ein paar kleine Tunnel, ihr habt es gesehen. Ich habe alles auf Brücken gebaut. Ich bin nicht sicher, ob ich das selber so gut finde mit den langen Brücken. Es ergibt aber, finde ich, Sinn, weil wir hier so viele Gewässer überbrücken müssen, dass wir ständig hoch und runter fahren müssen. Also das ergibt, finde ich, schon Sinn, das hier auf Brücken zu bauen. So, schaut das hier aus. Ich werde jetzt hier, okay, hier ist ja keine Brücke. Ich werde jetzt gleich noch die Signale draufsetzen. Ich werde hier auch ein bisschen die Bäume entfernen, damit da wieder keine Vögel da in den Zug reinfliegen oder so. So. Ja, genau. Dann werden wir einen Zug draufstellen. Der darf gerne 200 km/h fahren und ich glaube, das schafft er auch. Oder sogar 250, müssen wir gleich mal gucken. Und wenn der dann da ist, machen wir auch dort eine Mitfahrt, ist ja klar. Also, ich denke, das sieht gut aus, oder? Ich denke, das ist genau die Strecke, die wir hier noch gut gebrauchen können. Wunderbar. Liebe Leute, ein kleines Intermezzo, bevor wir dort einen Zug draufstellen. Mir ist aufgefallen, dass hier ein Zug leer fährt. Nämlich, es ist der hier. Der Mario sollte eigentlich Ölsand daher bringen. Er fährt leer.
Er sollte eigentlich Ölsand hier in Stauffenzia abholen, da liegt aber kein Ölsand. Ich denke mir, sehr verdächtig. Oh, seit Jahrzehnten. Seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren fährt er nichts mehr. Ja, warum nicht? 15 Millionen kostet er. Ja, warum nicht? Ah. So richtig gut war der nie, aber naja, gut, okay. Wir sehen, da funktioniert was nicht. Ich habe gerade schon mal geschaut, voller Entsetzen. Hier ist unsere Ölsandfabrik. Ja, die ist nicht angebunden. Ich habe hier irgendwie irgendwas geändert. Irgendwann irgendwie irgendwas. Ich erinnere mich so ganz flüchtig. Aber seitdem, ja, seitdem ist es hier nicht mehr angebunden. Und seitdem fahren die halt alle, ja, leer. Wir sind begeistert. Gut, die stehen eh die ganze Zeit im Stau. Aber ist das ärgerlich, oder? So was unfassbar Ärgerliches. Passt man nicht auf und dann passiert sowas. So, wie kriegen wir das jetzt daran? Wo hat das Ding seinen Eingang? Hier. Da müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob das reicht. Müsste eigentlich reichen, oder? Reicht. Ja, jetzt funktioniert's. Los! Da ballert er raus. Oh, er geht auf 514, 557. Also der haut gleich volle Kanne raus. 86% Transport, das ist immer interessant. Höchst interessant. Gut, also der ballert raus. Jetzt geht's hier weiter. Sehr schön. Unfassbar, oder? Unfassbar. Wir hoffen ja, dass unsere LKWs einigermaßen durchkommen, aber ja, diese Stelle ist und bleibt einfach irgendwie Schrott. Wobei es ist nicht diese Stelle, es ist da hinten diese Linksabbiegerstelle. Hier. Es ist diese Stelle, wo manche Leute nach links abbiegen wollen, manche nach rechts abbiegen wollen und es klappt einfach alles nicht. Sowas Ärgerliches, echt. Ich denke, wenn wir schon Linksabbieger haben und ich da jetzt gerade nichts gegen machen kann, dann helfe hier, zumindest geht nicht. Mit einer Linksabbiegespur. Ja, doch, geht schon. Machen wir das mal so. Dann kommen zumindest hoffentlich die Rechtsabbieger schneller vom Fleck hier. Und die Honks, die da links abbiegen, müssen unbedingt... Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ja, die sollen das halt auf der Linksabbiegerspur machen. Ich hoffe, wir helfen hier so ein bisschen und verbessern den Stau jetzt. Ich glaube, das hilft ein bisschen. Kann natürlich sein, dass wir dann hier Rückstau haben. Weil hier ist aktuell nicht viel los. Es stehen 6, 7, 8 Autos hier. Und ich denke, das wird mehr werden, wenn jetzt hier die Linksabbieger schneller von der Stelle kommen. Es sind ja die allermeisten Linksabbieger, oder? Wobei, das ist auch eine Rechtsabbiegespur. Es ist eine Allesspur. Ich hasse solche Spuren. Ah! Wir gehen jetzt weg, sonst ärgere ich mich wieder. Ich verziehe mich jetzt beleidigt ins Zugdepot und wir gucken hier nochmal, was wir da kaufen können. Ich gucke wieder nach einer Zugkomposition, denke ich. Wir versuchen es nochmal mit diesem Intercity Sun, liebe Leute. Obwohl der eigentlich zu teuer ist, bei zu geringer Kapazität. Wir kaufen ihn mal. Fährt 250 km/h. Zack, 50 Millionen wieder weg. Na, wobei, jetzt wo ich gerade die Linie machen will, von hier da rüber. Die Kurven kann man recht schnell nehmen. Die sind also nicht so schlimm. Aber ich glaube, 250 lohnt sich hier doch nicht. Also wird die kurze Strecke von hier, von diesem Signal hier oben rechts, zu dem hier unten links, ist nicht so weit. Ich glaube, 250 km/h ist so schnell. Wir machen jetzt die Linie, aber wir ersetzen den. Durch irgendeinen Zug, der schneller fährt als 160, denke ich. Vielleicht ein 200 km/h oder 160 reicht wahrscheinlich sogar auch schon. Ja, ich denke, wir gucken gleich nochmal danach. So, von La Tomasia nach Gianvino. Genau, so. Mal gucken, ob die das alles kapiert haben. Nein, nein, irgendwo fehlt da was. Ich lege das mal um hier auf Gleis. Oh, oh, ich bin so ein Honk. Ich bin doch so ein Honk, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Das, oh. Ich hab das ja völlig falsch gebaut. Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ihr habt es wahrscheinlich sofort gemerkt. Aber das hier ist ja eine Güterplattform. Das heißt hier, das ist kein Passagiergleis hier. Der kann da gar nicht anhalten. Okay, das passt natürlich nicht. Och, nicht zu fassen. Ja, da muss ich eigentlich den Bahnhof nochmal erweitern. Und hier noch Passagiergleis dazwischen quetschen. Ich könnte heulen. Okay, es bleibt jetzt alles übrig. Es ist so. Ich werde das mal eben machen, liebe Leute. Gut, liebe Leute, hier ist der Bahnhof jetzt. Jetzt passt es mit den Gleisen hier. Es ist ärgerlich, dass ich da nicht gleich dran gedacht habe. Ja, jetzt wird es mit dem Tunnel tatsächlich sehr knapp. Man kann es hier mal versuchen. Ich werde es aber versuchen hier. Mal gucken, was dabei rauskommt.
Da macht er mir eine Brücke hin. Okay. Das ist ja an sich okay. Was ist jetzt hier mit dem zweiten? Mal da gucken, ob das okay aussieht. Ja, auch da ist die Brücke. Also das wäre soweit okay. Damit kann man leben. Es sieht ein bisschen komisch aus, finde ich. Hier Tunneleingang, oben drüber eine Brücke irgendwie. Sieht ein bisschen komisch aus, aber es funktioniert, würde ich sagen. Ja, jetzt müsst ihr das hier noch draufbringen. Und zwar vor der Straße. Aber das muss ja machbar sein, oder? Das kriegen wir hin. Ja. Das... Ah, sieht nicht so schön aus. Oh, theoretisch kriegen wir das hin. Wir brauchen aber mehr Platz hier. Ja, es bleibt unerfreulich. Ich probiere da mal ein bisschen, liebe Leute. Ja, meine lieben Leutchen. Jetzt habe ich zwar hier diese Weiche ganz schön hinbekommen, aber jetzt klappt das mit dem Tunnel irgendwie nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie ich das vorhin hinbekommen habe mit der Brücke. Ich habe die nochmal abgerissen, um das hier ein bisschen schöner zu machen, aber ja, es klappt jetzt nicht mehr. Ich kriege da keine Brücke mehr hin. Das ist komisch. Ich habe jetzt hier nur sowas und da kann man durch die Welt gucken und das will ich eigentlich nicht haben. Also ärgerlich ist es, definitiv. Deswegen, so ärgerlich es auch ist, ich denke, ich werde den Tunnel hier nochmal abreißen und hoffen, der gefällt mir eigentlich echt gut. Manchmal sind die Tunnel leider so, dass sie eine viel zu hohe Steigung haben, was mir nicht gefällt. Aber es geht jetzt hier nicht anders. Ich werde das nochmal abreißen und hoffentlich kriegen wir das noch wieder besser wieder hin. Jetzt bauen wir erstmal die Schienen oben drüber. Ärgerlich, das ist alles. Ja, warte mal, da fehlen noch Weichen. Die machen wir auch noch drauf. Okay, das passt ja. Dann jetzt gucken wir, dass wir hoffentlich die Straße noch irgendwie dahin bekommen. Ordentlich. Das ist eine vierspurige Straße. Kollision. Ja, danke, Kollision. Ach, ich gehe kaputt, alles ärgerlich. Och. Oh, warte mal hier. Das geht ja. Es geht ja ganz einfach. Guck mal an hier. Ja, ja. Okay, ich nehme alles zurück. Es ist gar nicht so schrecklich ärgerlich, wie ich gesagt habe. Es sieht eigentlich genauso gut aus wie vorher. Eigentlich, wo ist denn da der Tunnel hin? Meine Güte, da ist überhaupt keine, keine Wölbung mehr nach unten. Ist ja eigentlich nur eine richtige Unterführung ohne Tunnel. Oh, das ist ja noch so viel besser als vorher. Ist ja der Wahnsinn. Ich bin höchst begeistert. Das passt alles hier, oder? Ja, die Linien sind auch okay. Och, ich bin ja begeistert. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, da fehlt hier noch, fehlen noch die Signale. Ja. Mensch, das ist ja toll. Echt. Oh, toll. Okay, hier machen wir das noch ein bisschen sanfter. Das war nicht so der komische, also komischer Graben dazwischen ist. So, ich würde sagen, das Ding läuft, oder? Sieht gut aus. So, wir haben jetzt hier auch den Zug drauf. Tatsächlich. Zug 1. Was ist das für ein Name, ey? Den wollte ich von außen noch austauschen. Jetzt hätte ich es fast vergessen. Der ist uns ja zu schnell. Alternativen. Na, ah, hier dieser Intercity Express. Was war mit dem? Oh, der sieht doch nett aus. Das ist halt leider Vanilla. Und ich wollte eigentlich nicht unbedingt Vanilla-Züge nutzen. Ja, okay, wollte ich nicht. Also lassen wir es, oder? Dann nehmen wir, glaube ich, hier wieder so einen von diesen Trenitalias hier. 130 km/h ist eigentlich zu langsam. Nehmen wir den 160er wieder. Ja, 63 Kapazität. 160 km/h ist auch nicht so wahnsinnig teuer. Hängen wir da mal. Ja, 3 ist wieder zu viel, oder? 189 km/h, das ist zu viel. Machen wir erstmal die zwei hier, wenn das dann zu viel wird. Zu viele Leute, zu hoher Bedarf, dann hängen wir da einfach noch einen dran. So, ich denke, damit sind wir, glaube ich, besser bedient. Und wir nennen ihn, nachdem wir schon einen Julius Caesar haben, nennen wir ihn in Gottes Namen Augustus. Den ersten Kaiser Augustus. Genau, der wird jetzt eine ganze Weile brauchen, bis er da ist. Oh, hier fährt gerade unser AGV Italo vorbei. Macht Verluste. Der fährt zwischen Carpignano und Sorigo. Insgesamt machen sie Gewinne. Oh, aber gar nicht mal so übel. Fährt nicht ganz voll besetzt. Weil wir schon da sind, können wir kurz gucken, wie es hier aussieht. Hier ist der Bahnhof. Da ist der Bahnhof. Carpignano zu Rigo. Ja, 130. Ja, der wird den jetzt vollladen und wieder zurückfahren. Also scheint anscheinend ganz gut zu passen.
Also die fahren nicht ganz voll. Also gut passt das nicht. Da ist ja noch, da sind ja noch 60 Platz. Also voll fahren die nicht ganz. Da fehlen 5. Und der fährt halb leer. Das ist natürlich mäßig eher. Ja, gut. Aber anscheinend machen sie trotzdem Gewinn. Insgesamt 12 Millionen ist ja wirklich nicht wenig. Da wollen wir kurz gucken, wie viel dabei rumkommt, wenn er jetzt hier anhält. Immer noch coole Einfahrt übrigens hier an diesem gebogenen Bahnhof hier am Hafen, am Stadtrand. Hier die Hochhäuser, da rechts das Wasser. Irgendwie finde ich es mega cool, dass dieser Bahnhof hier ist. Das ist echt wie so eine Mauer hier. Der fährt direkt außerhalb der Mauer da entlang. Ich finde das einfach cool. Also man kann über die gebogenen Bahnhöfe sagen, was man will, aber die sehen einfach klasse aus. So, da sind wir. Viel zu lang für diesen Bahnhof eigentlich, viel zu kurz. 5,2 Millionen hat uns das gebracht. Wahnsinn. Okay, damit kann man doch leben, oder? Würde ich sagen. Sehr geil. Okay, liebe Leute, unser Emilio ist gerade eben angekommen hier in Castiglione del Fernando. Den Emilio, den wir jetzt hier auf den Weg geschickt haben zwischen La Tomasia und Castiglione del Fernando, dieser Inselhopper hier, Inselhopperzug. Da steigen wir jetzt auch gleich ein. Ich wollte euch nur noch kurz diese Stadt zeigen. Die hat sich wirklich toll entwickelt. 4.100 Einwohner. Damit gehört die zu einer der größten Städte. Und das, obwohl sie erst so spät einen Anschluss anbekommen hat hier. Das ist der Wahnsinn, wirklich. Ganz kurz noch den Stau, ganz kurz noch den Stau. Kein Stau! Kein Stau, hervorragend. So, ab auf in den Zug. Emilio, was du fährst. Emilio, ich sehe gar nichts. Ich will doch nicht hinten rausgucken. Och, dieser Emilio. Ja, wir gehen nur ganz kurz da vorne. Oh, so sieht das aus hier. Okay, cool gemacht. Diese Mod. Recht wenig Details, aber man kann erahnen, wie das Ding hier aussieht. Oh. Oh, mit Grünzeug dazwischen. Oh, hoppala. Okay, warte mal, ich mach das mal kurz weg. Hier stehen die Bäume zu dicht an der Straße, das geht natürlich nicht. So, jetzt sitzen wir vorne im Emilio, voll besetzt, 144 Seelen an Bord und fahren über die Brücke, die wir letztes Mal gebaut haben hier. Wir sind schon fast drüber und hier vorne zweigen wir dann ab Richtung, was ist das? Osten. Hallo, der Westexpress fährt hier vorbei. Der hält sich übrigens gerade so in der Gewinnzone, obwohl der voll fährt. Also der fährt komplett voll. Das Problem bei dem ist, der ist zu teuer und hat zu wenig Kapazität, glaube ich. Der fährt komplett voll. Ich habe jetzt sogar jetzt erst noch den Unterhalt ein bisschen erhöht. Der war bisher auf null. Jetzt habe ich ihn auf Mittel gemacht, also auf hoch. Das heißt, der wird jetzt mit Sicherheit keinen Gewinn mehr machen. Der hat wahnsinnig hohe Betriebskosten. Und er hat auch natürlich wahnsinnig viel Umsatz, aber am Ende fressen die Unterhaltskosten ihn auf, den Gewinn. Nicht den Zug, den Gewinn. So, mal gucken, wie schnell wir hier fahren. Ich habe absichtlich gewartet, bis wir jetzt hier in diese Richtung fahren können, Richtung La Tomasia, weil ich glaube, dass das die schönere Richtung ist. Das ist die, wo wir am Ende um die scharfe Kurve rumfahren und dann auf diesen gebogenen Bahnhof drauf fahren. Also, das wird, glaube ich, ganz cool sein. So, jetzt fahren wir erstmal noch über Land. Da vorne kommen dann irgendwann diese ganzen Inseln, wo wir drüber hüpfen werden. Da vorne, das müsste schon La Tomasia sein. Die Hochhäuser von La Tomasia. Ja, ich habe es, glaube ich, schon in jeder Staffel eigentlich gesagt. Ich liebe dieses Spiel und ich finde es so geil, wie sich die Städte entwickeln und dann irgendwann Hochhäuser entstehen. Es ist nur ein bisschen komisch, dass wirklich in jeder Stadt Hochhäuser stehen. Selbst mitten in den Bergen, irgendwie, das passt irgendwie so gar nicht. Zum Beispiel in Pro Gamerlino, auch eine der größten Städte. Wunderbar gelegen auf Berg und Hügel und Tal. Da hinten ist es, da hinten. Aber diese. Ho Boah. Da, überall Hochhäuser. Da hinten, jetzt auf 12 Uhr. Staufenzia, Hochhäuser. Die Stadt liegt ebenfalls auf dem Hügel und dann auf dem Hügel auch noch irgendwie Hochhäuser. So Wolkenkratzer hinbauen, ist irgendwie. Das passt nicht in mein Weltbild irgendwie. Ich finde, das passt irgendwie nicht. Hochhäuser sollten eigentlich, meiner bescheidenen Meinung nach, was für echte große Metropolen sein. Also von mir aus Rom und die Städte da unten am See irgendwo, aber nicht irgendwo in den Bergen. Irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das. Sieht irgendwie komisch aus. So, jetzt fahren wir hier über die Insel. Oh. Was war das denn gerade? Eine Fata Morgana. Gut, jetzt fahren wir über die Inseln. Der Ausblick ist eigentlich eher mäßig gerade. Wir sehen nicht so viel rechts und links. Aber jetzt sind wir, glaube ich, schon. Aber wir schaffen 160. Was? Nicht? Fährt er nicht schneller? Ah ja, der fährt ja nur 160.
könnten auch 200 fahren. Wobei, das lohnt sich, glaube ich, nicht. Da vorne kommen jetzt schon die engeren Kurven. Da bremst runter auf 140. Muss das wirklich sein? Ja, von dem Inselhopping haben wir jetzt nicht so wahnsinnig viel gesehen, oder? Da würde ich links und rechts rausgucken können, so richtig. Haben wir das nicht so richtig gemerkt. Meine Güte, das haben die da mit dem Felsen gemacht. Guck, wie das war. Ist der komplett... Er sieht aus wie abgeschnitten hier. Oh, man. Nur weil da einer meinte, er musste sein blödes Haus hinstellen. Ist unfassbar. So, jetzt sind wir in der ganz besonders engen Kurve und treffen dann gleich auf die neue Strecke, die wir vorhin gebaut haben. Richtung John Vino. Ja, Brückenbau ist angesagt heutzutage, liebe Leute. Okay. Wir haben Rot. Egal. Wir sind in Italien. Was sagt schon Rot aus? Okay, mit wer ist der das schon? Das ist er ja, oder? Unser neuer, wie hat man ihn genannt? Augustus. Da sitzen auch schon Leute drin. Ist ja der Wahnsinn. Das ging ja richtig schnell. Da vorne ist die Berglinie, wenn ich das richtig sehe. Ja, da steht... Wer ist der Luigi? Moment mal. Das ist ja mehr als ein Luigi, oder? Stehen da mehrere Züge ineinander. Oh, ah, oh, haben wir hier? Nee, haben wir nicht. Ich dachte, wir hätten jetzt hier vielleicht einen großen Unfall. Nee, das ist nur einer. Okay. Ich dachte schon, da stehen mehrere in der Schlange und... Oh. Jetzt geben wir Gas. Der gibt Gas. Ich weiß nicht, wer Gas gibt. Den haben wir auf jeden Fall ordentlich überholt. Ha! Sehr gut. Okay, jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir gleich an in La Tomasia. Schöne Mitfahrt, oder? Übrigens, diese neue Strecke hier, die wir heute erst eröffnet haben, ist sehr beliebt. Sehr beliebt. Ich glaube, das ist hier... Warte mal, ich weiß jetzt gar nicht. Ich weiß es gerade, ich fahre auf dieser Strecke jetzt hier mehrere Züge. Oder ist der nur für diesen Emilio hier gedacht? Weil wenn, dann ist das ganz schön voll hier. Wir gucken gleich mal, wie viele Leute da stehen und warten. Wahnsinn! Ich guck mal, dass sie sich erschrecken. Sehr gut. Gut, meine lieben Leute, wir sind angekommen. In La Tomasia. Zusammen mit der Berglinie, die ja im Prinzip genau das gleiche Ziel hat. Die fährt ja auch nach John Vino, nur über mehrere Zwischenhalte und durch die Berge. Toll, oder? Tolle Einfahrt hier. Sehr, sehr toll. Bin begeistert. Berglinie fährt übrigens auch, der fährt auch voll, macht aber Verluste. So, schöne Ankunft hier. 2,3 Millionen hat uns das gerade gebracht. Und der bringt auch 2 Millionen auf die Waage immerhin. Macht aber trotzdem ordentliche Verluste. Ja, ja, fahr du mal wieder. Gute Fahrt wünsche ich dir. So, wir schauen mal noch eben hier, wie viele Leute da jeweils einsteigen wollen. In die Berglinie nicht wirklich viele. Und La Tomasia Fernando, genau, das ist die Linie, wo wir gerade gefahren sind. 199 Fahrten da noch. Ist doch ganz gut. Hier, La Tomasia. Oh, halt! Ich habe was Falsches gesagt. Ich habe ja gerade gesagt, wir haben das gleiche Ziel. Stimmt ja gar nicht. Ich bin gerade völlig verwirrt. Der hier hat natürlich nicht das Ziel John Vino. Der neue, den wir eben erst gekauft haben. Der hat das Ziel John Vino. Da stehen noch nicht so wahnsinnig viele Leute. So, Berglinie. Was hast du geladen? 50 Leute. Ja, das ist nicht so gut. Ich denke, da können wir einen von denen verkaufen. Wenn die nur 50... Also wenn die so leer fahren... Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Wo ist jetzt der hier? Der steht in John Vino. Wie viele Leute warten da? 55. Ach komm, ich glaube, wir lassen den ausleeren hier. Die Leute sollen aussteigen und verkaufen den Kollegen, oder? So leid es mir tut. Sorry. Aber es lohnt sich einfach nicht. Vielleicht kriegen wir den ja doch noch in die Gewinnzone. Wenn wir eben nicht mehr so hohe Unterhaltskosten haben. So, meine lieben Leute, dann sage ich mal für heute Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.